Wie viel Geld habe ich mit dem T-Shirt-Business im Dezember 2022 verdient? Diese Frage und vieles mehr jetzt in diesem Video. Wie viele von euch wissen, verdiene ich mein Geld online mit Merch bei Amazon, KDP, Spreadshirt, Redbubble, YouTube und TikTok. Und wie jeden Monat werden wir heute wieder die Einnahmen einmal kurz besprechen, euch die präsentieren. Und der Dezember ist ja bekanntlich der erfolgreichste Monat des ganzen Jahres. Das Weihnachtsgeschäft boomt hier immer am extremsten. Wie viel Geld ich tatsächlich verdient habe, das schauen wir uns jetzt einmal an. Dazu habe ich euch wie jeden Monat ein Income Report auf meiner Website veröffentlicht. Das hat einfach den Vorteil, dass ihr das persönlich nochmal nachlesen könnt, wenn euch irgendetwas genaueres interessiert. Ganz oben steht schon mal, in diesem Monat haben wir 1.687 Euro Umsatz erfahren. Davon 838,95 Euro von Amazon Merch on Demand. Für die Werbung habe ich 66 Euro ausgegeben, was dann einen Gewinn von 772 Euro macht. Bei mir stellt sich das Ganze so zusammen, dass natürlich mein stärkster Markt Deutschland ist, so wie eh und je, das kennt ihr ja bereits von mir. Und hier sieht man schon den allerersten Knackpunkt. 159 Sales auf dem deutschen Markt mit nur 587 Euro. Das ist zwar besser als im November, Oktober, September, aber die Leute, die meine Videos gucken, wissen, dass mein Sommer extrem stark war. Der deutsche Markt hat extrem bei mir und auch bei vielen anderen Kollegen im T-Shirt-Business hart geschwächelt, was natürlich an der Wirtschaftskrise, an der Inflation, am Krieg liegen kann. Deswegen Deutschland im Dezember leider wirklich nicht sehr strong. Im Vergleich dazu hat USA für meine Verhältnisse ganz gut performt, 30 Sales, 141 Dollar. Die anderen Märkte waren auch okay, von denen habe ich sowieso nicht so viel erwartet. Also Großbritannien, 11 Sales, 47 Pfund. Frankreich 10 Sales, 29 Euro, Italien 4 Sales, 13 Euro, Spanien 5 Sales, 19 Euro oder fast 20 Euro. Nicht die Welt, doch besser als erwartet. Und ja, das ist die Lage bei Merch bei Amazon. Dann habe ich euch hier nochmal die tägliche Statistik mitgebracht. Hier kann man sie besser sehen. Mein bester Tag im ganzen Monat war tatsächlich der 12.12., an dem ich 53 Euro verdient habe. Auf allen Marktplätzen zusammen. Und dieses Jahr gingen die Sales bis zum 20.12. Warum nur bis zum 20.? Weil irgendwann wird bei Amazon halt angezeigt, dass das T-Shirt nicht mehr rechtzeitig zu Weihnachten ankommt. Und ab diesem Tag fallen dann die Sales Richtung Null, bis es sich dann langsam nach Weihnachten wieder erholt. Dann kommen wir zur Werbung. Hier seht ihr einfach eine kleine Zusammenfassung, aber die richtige Werbung, die seht ihr hier oben. Was habe ich gemacht im Dezember? Einfach die Bits ein bisschen erhöht. Dennoch sind sie bei mir ziemlich günstig gewesen. Ich hatte Ausgaben von 66,46 Euro. Damit 28 Bestellungen hingekommen und mit einem A-Kost von 14,43% nach Hause gegangen. Das Ganze war natürlich sehr profitabel. Ich hätte vielleicht ein bisschen gedacht, dass hier so ein bisschen mehr Werbung rausgespielt wird und mehr Bestellungen dafür eingefahren werden können. Aber so ist das Ganze jetzt auch nicht so schlimm. Am Ende ist es profitabel. Und jetzt nach Weihnachten, weil wir haben ja jetzt schon Anfang Januar, musste ich auch nicht so viel rumschrauben. Also die Werbung waren im Dezember profitabel und laufen jetzt immer noch sehr gut weiter. Bei meinen Werbungen eigentlich alles so wie immer. Als nächstes kommen wir zu KDP. Und KDP hat mich in diesem Monat extrem überrascht. Wir sehen hier einen Umsatz von 665 Euro. Und das ist ungefähr das Dreifache von dem, was ich davor verdient habe im November. Und im Oktober. Und das liegt daran, dass Corona endlich nach all der langen Zeit so allmählich vorbei ist. Die Leute haben wieder Bock rauszugehen. Die Leute machen draußen wieder Sachen. Ich möchte meine Nische hier jetzt nicht verraten, in der ich unterwegs bin, aber sie war in der Vergangenheit immer extrem Corona-abhängig. Und die Entwicklung von KDP freut mich einfach nur, dass es da endlich wieder vernünftig losgeht. Interessant hierbei ist noch, dass die Lieferzeiten von KDP bis zum 23. Dezember ging. Bei den T-Shirts ging es dann nur bis zum 21. Und deswegen hatte ich halt gute Sales bis zum 23. Danach ging es natürlich auch wieder auf Null. Und ja, jetzt fängt es so langsam an, sich wieder zu erholen. Kommen wir kurz zu den restlichen POD-Plattformen. Spreadshirt.de 155 Euro, Spreadshirt.com circa 10 Euro und Redbubble 12,33 Euro. Diese Plattformen sind ja nicht ohne Grund unter restlich eingestuft, weil die Plattformen werden leider immer unrelevanter. Für den Dezember ist der Umsatz von 155 Euro auf Spreadshirt ganz okay. Dennoch weniger als letztes Jahr und die Tendenz ist hier einfach sinkend. Ich bin am überlegen, ob ich das irgendwann komplett rausnehme, die paar Euro. Da mache ich auch nichts, hier wird sich nichts dran ändern. Irgendwann werden diese Plattformen gegen 0 Euro laufen. Vielleicht nicht komplett auf 0, aber die werden
immer rumdümpeln, interessiert eigentlich auch niemanden. Was dann doch noch interessant ist, ist natürlich YouTube und TikTok in Kombination. Und hier sieht man es auch ganz klar, ich war wieder nicht aktiv im Dezember, sowohl auf YouTube als auch auf TikTok. Und hinzu kam, dass ich auf YouTube tatsächlich einen Strike bekommen habe für ein YouTube-Short, was ich gepostet habe. Auf TikTok war es für 2-3 Wochen online, aber auch da wurde es runtergenommen. Und ja, das lässt mich irgendwie ein bisschen daran zweifeln, ob das Ganze hier noch Zukunft hat. Anscheinend kann man doch nicht alles teilen. Das ist meiner Meinung nach ein fälschlicherweise Strike gewesen. Und den kriege ich jetzt leider nicht mehr weg. Den habe ich jetzt auf ewig auf meinem YouTube-Kanal. Und ja, das ist einfach ein komisches Gefühl. Bei 3 Strikes innerhalb von 90 Tagen ist der Kanal weg. Und da kann man auch nichts machen. Also ich habe da versucht, YouTube zu schreiben. Ich bin da viel zu klein. Also die scheißen auf mich. Ich hoffe, dass die Algorithmen da in Zukunft zuverlässiger laufen und ja, nicht so random einfach irgendwelche Shorts striken. Also das war auf jeden Fall krass in dem Monat. Für den Dezember macht das dann einen Gesamtumsatz von ca. 1700 Euro. Minus die Ausgaben, die ich habe. Werbung, vorhin schon erwähnt. Tools, mein Upload-Tool und WordPress, worauf diese Website läuft. 135 Euro Ausgaben, macht das einen Gewinn von 1550 Euro, was natürlich ja ganz okay ist für den Dezember. Ich hätte mir natürlich mehr erhofft, aber so ist das eben, wenn ich fokussiert auf dem deutschen Markt bin und wir in einer Rezession sind. Da kann man eigentlich nur hoffen, dass es in nächster Zeit besser wird. Auch interessant zu erwähnen ist, dass ich im letzten Jahr auch fast ähnliche Zahlen hatte. Ich hatte auch fast 1700 Euro Umsatz und 1525 Euro nur Gewinn. Also, ist der Dezember eigentlich fast so wie im letzten Jahr. Was natürlich ein bisschen schade ist, aber wie gesagt, schon oft erwähnt, liegt das an der Rezession. Und jetzt bin ich ja auch im T8000 gekommen. Das heißt, kann ich euch nochmal ganz kurz zeigen. Ich habe jetzt 8000 Slots zur Verfügung. 5300 sind davon belegt. Und die gilt es natürlich jetzt in nächster Zeit zu füllen. Und ich denke, dann wird es auch ganz anders aussehen. Wie war der Dezember bei euch? Lasst es mich wissen. Und wenn ihr irgendwas selber nachlesen möchtet, vielleicht braucht ihr noch eine Anleitung für das T-Shirt-Business. Das findet ihr alles natürlich verlinkt unten in der Videobeschreibung. Und in dem Sinne bin ich jetzt raus und wir sehen uns auch schon bald wieder. Ciao, Leute.